Wen haben wir hier? Hä? Lustig, dass ihr hier auftaucht. Ja. Wahrscheinlich nicht so wir lustig gleich. Wir haben Spuren gefunden und sind den Spähkäfern nach. Oh, in diesem Fall haben wir wohl denselben Weg. Okay, ein Legianer unten in der Höhle. Bisschen merkwürdig. Bist du dir sicher? Ich meine, außer dieser Öffnung gibt es keinen anderen für uns erreichbaren Ort. Ich würde mich ja umsehen, nur... Oh. Ja, guten Tag, mein Freund. Das ist doch ein Kadachi. Hä? Hallo, ein schwarzer Kadachi. Können wir nochmal drüber reden? Hallo. Das wird wohl warten müssen. Stets bereit. Oh. Du, komm mit. Jawohl. Oh. Hallo, Freund. Blase. Dieser Ach, Dude, Mann, ey. Ruhe. Kannst du dir anfangen zu rutschen? Dankeschön. Du kriegst wirklich noch richtig auf den Sack. Ich hab mitgemacht. Ich spiele aktuell Explosionsschaden. Also ich hab's gemerkt, geil, dass es Bums gemacht hat plötzlich. Ziemlich geil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Die Fallen sind nicht dazu da, um den zu fangen, sondern die Fallen sind dazu da, um den festzuhalten. Nicht vergessen. Das sind nicht meine, das sind die vom Palico. Ja, ja, ich weiß. Oh, das ist was für dich jetzt. Der Pen. Ja, warte. Wir machen jetzt erstmal den Ben. Warum denn eine explosive etwas? Oh. Ich schlafe. Du schläfst? Gibt's doch nicht. Ja, mach. Ich hab keine Fässer dabei, glaube ich. Okay, dann egal. Ich glaube, der ist salty, dezent. Ah, du hast aber doch wieder Giftzeug, oder? Aua. Ja, ich hab den da reingetrieben. So vergiftet? Ich hab's nicht gesehen. Nö, sieht nicht so aus. Der ist aber relativ human noch, also. Hallo Xeli, willkommen zurück. Oh, jetzt bin ich, jetzt penne ich. Ja, danke. Aber der ist dafür geblendet. Oh. Ja, von mir, danke. Juhu. Oh Gott, ich muss vielleicht mal hier ein bisschen mal auf mein Leben achten. So hübsch. Von mir geblendet natürlich. Der Tobi ist Gift. Achso, der ist Gift immun, deswegen war er nicht vergiftet. Okay. Ah, stimmt. Das erklärt's. Da war ja was. Ich wusste nicht, dass der Gift immun ist. Ich bin direkt verraten, hier Schweinerei. Direkt gespoilert. Fiese. Oh, da schießt ja was. Nee, das will ich nicht. Ich dachte, das kann man hier mal kurz andotzen. Oh, echt jetzt? Ich will rot. Nichts anderes. Muss da nicht deinen Kopf treffen für? Ja. Sieht nicht so aus, als würdest du deinen Kopf so oft treffen. Ich hole gerade nicht hin. Einmal muss ich ihn treffen damit. Und dann muss die Sumse hinfliegen, das Ding einsammeln und mir bringen. Und das muss ich auch noch steuern. So. Ja, der macht selbst Gift und Lähmung. Ich hab schon gerade dass ich dreifache Giftresistenz habe. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Giftimmun bin. Ich habe irgendwie 90% reduzierten Giftdamage oder sowas, glaube ich. Dabei kann ich ganz gut mit die Giftangriffe blocken. Oh, das war ein 165er Hit bei mir. Der hat gesessen auf dem Köpfchen. Das schmeckt wohl, ne? Ach, verdammt. Oh. Ah, guten Tag, dich kenne ich nicht. Bis jetzt. Bis eben. Hallo Anjanat. Unruhe Anjanat. Aber von dir will ich nichts. Geh mal weg. Ih, der niest einen ja an. Was ist denn das Ekelhaftes? Dünge ihn mal, wenn's recht ist. Jojo, kannst du gerne machen. Der riecht ein wenig.
Wo ist Tobi? Dort. Tobi ist hier oben. Aua! Oh ja, einmal angegriffen, direkt hier. Eventuell habe ich ihn vorher ein bisschen geärgert. Oh oh. Hier kommen Sachen runter. Oh. Aua! Ich komme erstmal nicht runter. Ich muss mal kurz heilen und so. Ja, ja, nur die Ruhe. So. Oh, ja, sehr schön. Ich hab nur diesen empfindlichen Teil nicht getroffen von ihm. Ah, er steht still, endlich. Das ist bei allen anderen Mobs ist richtig angenehm, da die Buffs zu farmen, weil die sind groß. Da triffst du die Körperteile. Boom. So. Ich stehe schon wieder. Ich kann durchgehend Wyvern-Schuss machen hier. So viel Wyvern-Schüsse kann ich nicht. Ich kann nur reinsteckern. Ich bin schon bei grüner Schärfe. Ich glaube, ich muss mal nachschärfen. Moment mal, du bist ja gar nicht mehr beim Chargeblade, du bist ja jetzt bei der Gläfe. Hast du nicht vorhin gesagt, du machst Chargeblade? Nein, habe ich nicht. Xeli, ja. Ich nicht. Xeli macht doch Hammer. Nee. Okay, die hat sonst immer Hammer gemacht. Dachte ich. Ah, fuck! Ich habe noch den Maxi-Trank durchgenommen. Oh, wie kann man nur? Hat er noch gestackt? Aua! Aua! Kurz einmal alles aufgefüllt, ich komm. Sehr schöne Unterbrechung, danke schön, mein lieber Steve. Steve mit deinem Gong, du bist echt nützlich. Komm schon. Put, 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 put. Das Gefühl, das ist ein bisschen aggro. Gerade drauf. Aber wir haben es gleich. Der ist nicht mehr so bombastisch drauf. Boom, da gibt's direkt rauf auf den Luzi da. Da kommt ein Banbaro. Oh nee, du hast mich getrippt beim Reinstecken. Oh nein. Du Sau. Das war keine Absicht. Da trippt er mich einfach, wo ich gerade schön die schon im Schwanz bin, da hast du mich noch gehauen. Ja. Oh Mann, ey. Kann ich ganz gut mit der Gleve, du. Oh Mann, ey. Ja, hier ist einer. Ich bin auf dem Weg. Nur die Ruhe. Wie geht's? Wenn der Alte chillen will, kein Problem. Wie geht's dem eigentlich? Aber. Au, lol, den zweiten kann ich nicht blocken. Obwohl ich den ersten geblockt habe, meiner Meinung nach. Komm hier hin, Tobi. Block immer zu mir. Schön. Hab ich nicht, aber jo, war ich natürlich mit Absicht. Deswegen sag ich, das hast schön gemacht. Das war die Fresse.
Das war ein Zähnchen kaputt, glaube ich. What? Was war das für ein... Das war ein Backjump. Das war ein Backjump. Angst, dass er gleich um mich geht. Ja, sag ich doch. Ich packe einen Booster, falls du ihn brauchen solltest. Und ich muss mal kurz durchschärfen, mit grüner Schärfe. Das kann ich auch, Tobi. Wenn du in die Luft gehst, mache ich das auch. Ein Schwänzchen! Boom! Oh ja, den brauchen wir. Jetzt liegt er. Warte. Warum gehst du nicht auf den Schwanz, wenn du den Schwanz haben willst? Also, das ist dumme Frage. Ich kann dich nicht töten wieder. Ach so. Das ist eine gute Option, ja. Ja, oder? Ich gehe die ganze Zeit auf den Schwanz, wenn ich so irgendwie was machen kann. Guck. Aber ich glaube, ich bin giftimmun mit dem Stufe 3 Giftresistenz. Würde ich behaupten. Nochmal nochmal Heilung und ich brauche wieder eine Hitzeflasche. Habe ich gleich Probleme mit meiner Ausdauer. Boah, der muss echt eigentlich langsamer fallen, der Schwanz. Und ich sitze wieder drauf. Jo, ich sehe, dass du drauf sitzt. So ganz schön weg. Fällt mir so ein. Ich könnte ja auch einfach mal klauen. Da können wir den Schwanz schwächen. Damn, das war die Spitze. Dann sollte er liegen. Ach, was tut er irgendwie nicht? Ich weiß nicht, ob ich wirklich besser geeignet bin für gegen den Schwanzkämpfen als du. Leute, was? Was war das für eine Aktion? Das war jetzt einfach die andere gefallen? Jetzt ist er. Wir können auch einfach fangen, da brauchen wir den Schwanz gar nicht, oder? Der sieht zumindest nach Fangen aus, so wie er humpelt. Der Schlitze wurde gewendet, also sah es ein bisschen aus, ne? Ja, den können wir locker fangen jetzt. Ich nehme eine Fallgrube, damit er ein bisschen drin bleibt. Ja, hast du Beruhigungsbomben dabei? Ja, ja. Dann mache ich die Grube und du die Bomben. Ja. Arbeitsteilung. Ich muss erstmal. Hallo Xel, ich muss erstmal verschnaufen. Ich kann nicht so schnell hinterherlaufen. Ich hoffe, dass ich Schwanz jetzt so kriege im Flug, aber nee. Eventuell habe ich den ein bisschen zu weit vorne gesetzt. Nee, habe ich nicht. Warum? Ich dachte schon. Ich habe schon beruhigt vorher. Ja, ich dachte aber, weil er so nach hinten getrippelt ist gerade, dass wir den nicht erwischen. Treffen wir uns dort, wo wir uns getrennt haben. Allgemein befristeter Zug. Okay. Kann man hier noch irgendwas looten? Da vorne kann man noch was looten. Looten, Knochenhaufen. Ach, dammit. Ah, einen dicken Knochen habe ich noch gekriegt. Wenigstens das. Zwischensequenz. Nun, sollen wir? Passt auf! Stimmt, eigentlich waren wir irgendwann zum Legianer. Wir wollten eigentlich zum Legianer und gar nicht zum Kadachi. Na schau mal einer. Oh, das sieht aus wie ein alten Forschungsschiff aus. Cool. Sieht nicht wie ein Schiff von unseren Flotten aus. Nein, das ist älter als die Kommission selbst.
und eingefroren. Steht bestimmt ein Logo dran oder sowas, was ihr kennt. Gefunden. Okay. Was hat sie für ein Steinchen gefunden dort? Schaut euch das hier an. Sieht ein bisschen aus wie Xenogivas doch. Ich hab sowas noch nie gesehen. Sieht aus wie die Steine von Xenogiva. Diese Handschrift. Du erkennst sie? Lange bevor die erste Flotte aufbrach, suchte ein Abenteurer nach der neuen Welt. Ich hoffte, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Schauen wir mal. Monster zeigen verstörendes Verhalten. Ein Lied. Ein Lied? Ich fand ein Fragment. Ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Muss mehr herausfinden. Das sieht aber wirklich aus wie Xenomaterial. Den Rest kann ich leider nicht lesen. Die plötzliche Migration der Legianer. Das Lied. Diese Notizen hier. Das alles passiert jetzt. Das Ding hier könnte der Schlüssel zu allem sein. Yo! Oh, achso. Ich dachte, wir haben jetzt den Abenteurer gefunden. Schaut euch das alte Teil an. Kannst du dich bitte auf die Arbeit konzentrieren? Entschuldigung. Astera ruft seine Jäger zurück. Wir müssen sofort aufbrechen. Astera? Was? Nicht Seljana, Astera ruft die Jäger zurück. Von meinem Großvater. Ich glaube, die sind gleich. Warte. Sagst du, er hat das aus der neuen Welt mitgebracht? Ich dachte, ich würde der Wahrheit näher kommen. Die finden wir zusammen. Okay. Du willst wissen, was passiert ist, oder? So wie ich. Das wird uns unmöglich entgleiten. Danke. Das ist eine coole Story. Aber... Kleine, komm mit mir oder geh heim. Für selbst zwei... Ich mag Senpai-Geschichten. Hey, keine Sorge. Ich kann für dich einspringen, während du weg bist. Oh, wir kriegen dadurch eine andere Wildexpertin. Einverstanden? Ein Angebot von Asteras bester Wildexperte. Moment, muted? Es wäre verrückt, das abzulehnen. Nee, eigentlich nicht. Vielen Dank an alle von euch. Ich habe nur mich gemutet, gut, eine Partnerin, damit ich in Ruhe die Zwischensequenz angucken kann. Okay, also auf Deutsch wir sind ist. Hier wohl fertig. Ach, bist du doof. Gehen wir. Viel Glück. Das wird nicht vergeben sein. Okay, wir haben Partnerin, also sie erstmal auf eingetauscht für eine andere Wildexpertin für die Zeit, weil sie mit ihrem Großvater reden gehen will. Ich das richtig verstanden habe. So, da bin ich wieder. Harte Kugel. Harte Rüstkugel. Ja, gut, okay. Sie ist jetzt mit der anderen Tussi damit. Nicht, weil sie mit ihrem Großvater reden will, sondern weil sie dem Geheimnis ihres Großvaters auf den Grund gehen will. Ach so, sie macht also einen Ausflug mit der anderen, okay. Richtig. Du hast sie spoilert. Nein! Master Rank 4, Das war der Inhalt dieser Zwischensequenz. Ja, ich habe nicht ganz verstanden, mit wem sie jetzt mitgeht. Ich habe bloß verstanden, dass sie weggeht. Alles gut.